bist du, Alicia? Alicia, wo bist du? Ich komm gleich! Alicia! Ich hab noch einen Chatshop! Bist du denn Alicia? Ja! Ich komm gleich, Heidi! Jetzt nochmal. Wir haben uns jetzt nochmal die Zeit genommen, die alle anzugucken. Da finde ich, es waren 3 top. Und 2, die waren gut, aber die waren nicht top. Guten Morgen! Wo seid ihr denn alle? Warte, wie schön sind hier heute Morgen? Ah, da höre ich sie schnattern. Kleinen Gänse. Und jetzt. Ja! Was macht ihr denn hier, Schnattergänse? Hallo. Leider. Nicht mal ein. Das sag ich, gell? Ich hab auch gerade geheult wie noch was. Egal. Dir sogenannte Ausdauerlutscher besorgt, von denen du jeden Tag einen essen darfst. Türe, hab stehen lassen. Was passiert hier? Entweder ist ein Auto drin oder ich weiß nicht, sie war ja so riesig. Du bist der Finn? Hi, Finn. Heidi, na? Ihr zwei seid aber auch süß, ne? Wir haben keine Taschentücher mehr in ganz Kalifornien. Ja, ist schon alles weg. Nein, die Tochter, die hat die alle aufgebraucht hier. Pack doch mal aus, die Muskeln. Diana. Wow. Oh. Alice, ist ja so, dass alle Mädchen in dem großen Zimmer schlafen. Kann ich das nehmen? Und ich als Einzige ein Einzelzimmer quasi habe. Und ja. Wird sich hoffentlich alles dran ändern. Genau. Naja, jetzt, also, wo der Freund halt. Wo wir da sind, da. Braucht man ja auch mal ein bisschen seine Privatsphäre. Es kommt keiner rein. Es kommt keiner rein. Ne? Nicht weinen. Ey, du kriegst ein Make-up. Are you crying? No. Are you crying? Are you crying? There's no crying! There's no crying in baseball! Ja, doch, sehr, sehr stark. Wo habe ich einen Star aus Deutschland einfliegen lassen? Lena Meyer-Landrut. Ich denke an Lena, ich denke an Theresia, ich denke an Tatjana. Das sind alles Mädchen, die habe ich über die Wochen kennengelernt. Und die haben uns eigentlich auch schon vor Wochen verlassen. Ja. Aber trotzdem, finde ich, habe ich sie ein bisschen besser kennengelernt noch als dich. Personality. Ja. Liebe Alicia, ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja. Hallo, liebe Heidi. Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Ja, ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit mit Germany's Next Topmodel. Diese Reise hat mir unendlich viel Erfahrung gegeben und ich werde das alles nie vergessen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich drücke natürlich den Mädels im Finale allen die Daumen. Vielen lieben Dank. Ganz liebe Grüße an dich, Heidi, und ich habe euch alle ganz lieb. Willkommen beim Wetterkanal. Die Außentemperatur beträgt ca. 12 Grad, gefühlt 0. Wann ist das auf jeden Fall? Ja, ich habe den vollen Durchblick hier. Ja. Ich will ja auch hier. Ihr wisst, wenn man für einen Mann gut riecht, dann. Also, ich finde die Musik auch cool. Ja, also, Oh mein Gott. Yeah! Woo! Danke, lieber Gott. So, ich gehe jetzt, Leute. Ich habe meine Sachen gepackt.
sie. Klar, beim ersten Mal kann man immer nicht genau wissen, wie es ist. Getting warmer when I'm moving around. Ja, ich glaube schon. Ich gehe davon aus. Gegeneinander an und die folgender. Ja, ich hoffe, ich. Okay. Es ist eine unglaubliche Ehre, hier zu gewinnen, Teil dieser Show zu sein. Das war schon immer mein Traum und jetzt habe ich es einfach geschafft und ich kann es nicht sagen. Es ist so unglaublich. Nochmal bedanken. Es wäre ja lustig, ne? Oh, they are shitting on me. Are they really? It's a blessing from the gods. Angeblich soll es Glück bringen, wenn man angekackt wird. Und Vanessa hat ordentlich was abgekriegt heute. Oh, Gott, was macht die da? Du bist halt eben dann doch nicht so gut bei Heidi vielleicht angekommen, dass du mitgenommen worden bist. Das hier ist nämlich eine Unterhose. Klebt bombenfest. Klebt bombenfest. Ich bin echt sauer, gell, hier. Okay, irgendwie stürmen jetzt irgendwelche Krieger in unsere Villa rein und wollen uns irgendwie kidnappen. So, in dieser Woche werden auf jeden Fall ein paar Hintern versohlt. Scheiße. Jetzt hat Heidi sie in den Arm genommen. Okay. Hat. Das ist so ein bisschen wie so ein Ticket in die nächste Runde. So. Katze ist schon mal im Sack mit dem Kaugummi.